Sehr meine Damen und Herren, zum Finale zu Resident Evil. Hey, verdammt mal. Wunderbar. Mann, Leute, ich muss nachladen. Schnell. Lass mal kurz. Ja, ja. Hauptsache, wir haben noch mal ein bisschen Munition. Ja, schlecht. Aha, wie sie mir einen Schatz verstecken wollten. Leon, halt durch, ich bin gleich da. Ada, what the hell are you doing?
Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Bride's here. You coming? I think we both know this. This is where we go our separate ways. I see. Patch me through. I've obtained the amber. Excellent. Oben links sieht man Exceller oder wie sie heißt. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. Wünschen wir jetzt kommen. Also ich würde mir wünschen, wenn jetzt noch eine Sequenz kommen würde, aber ich glaube, hier wird nichts mehr kommen. Generell, ich glaube, der Bernstein kam mir in Resident Evil 5 gar nicht mehr, ne? Das war ja auch nur die Las Plagas da. Ein bisschen mit dem anderen Virus. T-Virus? Ne, G war das, glaube ich, das G-Virus dann. Also das Ende habe ich jetzt gerade gar nicht verstanden mit dem Schiff. Kann man schnell nachgoogeln. Resident Evil 4, DLC. Mal gucken. Uroboros, so hieß der Virus, genau. Nicht G, sondern Uroboros. G war ja, glaube ich, der zweite Teil dann. Der erste war T, dann kam, glaube ich, G, und dann Las Plagas. Dann gab es noch viele dazwischen. Also nichts dazu. So, mal schauen.
Hm. Keine Ahnung. Skip mal. Spielmodus, Veteran, 4,5 Stunden, 14 Mal gespeichert, ein Durchlauf und B. Defiance changes nothing. Besides, we have all we need. We continue as planned. Check Rosa. Ah, das Schiff war also, ja. Ich hätte, warum immer in der Nähe war. Soon, the sun will set on the age of man. Ach, ich kann es jetzt kaum abwarten auf den fünften Teil. Wenn dann Chris Sheva und Wesker sich wieder in aufs Maul geben. Oh. Ich freue mich schon so wie ein Keks drauf. Resident Evil. So, jetzt haben wir hier noch die Punkte bekommen. Getätigt. Füge Bugs mal Leben. Schau mal. Das Outfit, Kleid, Mini-Kleid, Weste. Oh, das ist der Uchi-Reska. Das Kleid ist doch jetzt das Originale, ne? Von ihr. Kaufen. Oder auch hier der ganz klassische. Ja, ihr seht, ich habe auch noch, also ich habe auch im Privat noch ein bisschen gespielt. Herausforderung, Separate Race. Eine Krone eigentlich. Achso. Da fehlt noch ein bisschen. Das sind ja so zwei Herausforderungen, die habe ich schon mal gemacht. In einem Run. Die zwei. Möglich. Aber dann auch nur auf leicht ist am besten. Ich würde gerne jetzt wissen. Oh, das ist der falsche Spielmodus. Das ist dieser Wellenmodus. Separate Race da. Extras. Ja, das ist das Standardding von ihr. Ja. Also, ich muss sagen, es hat mir gefallen. Hat Spaß gemacht. Ging nicht zu lang, war auch nicht zu kurz. Ob ich es allerdings weiterspielen werde, weiß ich nicht. Also, mir fehlen ja echt noch so viele Erfolge und den ganzen Kram, was hat er mir nur nervt. Von hier könnte ich gefühlt 3 Aufgaben in einem Run wieder machen. Ich kann es euch mal zeigen, meine Spielstände. Hier, also. Da hatte ich schon ein bisschen gespielt. Also es ging auf jeden Fall länger als das Original. Das Original hatte ja irgendwie nur irgendwie 2 Stunden oder so, hat das ja fertig gehabt. Ich würde
ich weiß nicht, also mir hat das DLC tatsächlich mich ein bisschen mehr interessiert als das Originale, vor allem weil man ja Wesker sieht und Wesker ist halt einfach ein fucking geiler Charakter seit der ersten Stunde. Ja, ich würde es eine solide, tatsächlich nur eine 6,5 von 10 geben. Weil es sind halt die gleichen Gebiete, es sind halt die gleichen Gegner, es sind die gleichen Waffen, es sind die gleichen Bosse. Es ist halt alles das gleiche nochmal, nur aus ihrer Perspektive. Seine Pistole fand ich halt echt cool, auch als man das gegen den Riesen verwenden konnte, um es halt so gesehen halt, um sich von Dach zu Dach zu schwingen, fand ich halt auch echt cool gemacht. Ich werde mich auf jeden Fall wie ein Keks freuen, wenn Resident Evil 5 rauskommt. Bin da gespannt, dass sie ja die ganze Story ja gerade so ein bisschen umschreiben und ändern, was ich sehr froh bin. Weil 5 und 6 war halt ein echt krasser Shooter und 6 war halt so der letzte Müll da nur noch. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet, wie ihr das DLC fandet. Und so sehen wir uns dann im nächsten Projekt. Bin noch unsicher, was es sein wird. Und somit auf Wiedersehen.